aus Düsseldorf. Die Verleihung des Deutschen Webvideopreises. Und hier ist Christian Ulme. Abend. Abend. Guten Abend. Hallo. Mein Name, guten Abend. Vielen Dank, guten Abend. Mein Name ist Sami Slimani und das bin ich ohne Make-up. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir prämieren heute die besten Videos des Internets. Herzlich willkommen. Was ist denn mit dir los? Du hast dazwischen gelacht, im wichtigsten Moment des Abends. Der kommt nämlich bei uns gleich zu Beginn. Danach ist unwichtig, aber jetzt wird's der Hammer. Herzlich willkommen zu den Web Video Awards 2015. Hier sitzen, ich dachte, das wissen eigentlich die meisten, aber hier sitzen Leute, die haben insgesamt mehr Follower als der Islam. Und ich hab's selber kaum glauben können. Aber ich habe wirklich, und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung erfahren, es gibt wirklich Menschen da draußen, die haben noch nie in ihrem Leben ein Webvideo gesehen. Die wissen nicht mal, wer Gronkh ist. Es gibt Menschen, die haben noch nie was von Dagi B gehört. So, diese Leute arbeiten meistens beim Fernsehen. Oder haben kein Netz oder waren in den letzten 5 Jahren sehr, sehr busy. Und für alle diejenigen, die YTT für einen BH-Verschluss halten, haben wir heute 2 absolute Top-Experten bei uns, die selbst den eingefleischten Webvideo-Fans noch was zu sagen haben. Direkt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, vom Eurovision Song Contest in einem schneeweißen Cadillac mit eingebauten Aschenbechern aus Elbenholz angereist, Peter Urban, und neben ihm sitzt Hand of Blood, direkt aus Gothic 2, die Nacht des Raben auf den Schwingen eines blutrünstigen Greifen in den Saal gespawnt. Hier ist Hand of Blood und Peter Urban in der Kommentatoren-Lounge. Ja. Hallo. Und die beiden kommentieren heute Abend, für alle, die nicht wissen, was los ist. So, Hand of Blood. Peter Urban, was erwartet ihr von eurer eigenen Leistung heute Abend? Ja, ziemlich viel. Wobei eigentlich kommentiere ich ja eigentlich Computerspiele, wo es um besondere Wesen geht, Drachen, Magier und anderen Viecher mit tollen Fähigkeiten, lieber Christian. Und da dachte ich, werde ich heute einfach mal zur Abwechslung über einen Fernsehmoderator sprechen mit keinen besonderen Fähigkeiten. Da weiß ich jetzt gar nicht, was du da meinst. Übrigens, wenn es Tonprobleme gibt, einfach der Kommentar ist permanent auf dem B-Kanalton. Zu Hause. Auch hier im B-Kanalton hören Sie die sprechen, falls wir die nicht über die Lautsprecher im Saal hören. Hand of Blood, Peter Urban meine ich. Du bist auch ja, gut vorbereitet. Hand of Urban. Blut ist auch noch da, aber ich bin ja gerade erst aufgetaut worden für den Eurovision Song Contest und ich wollte dann gleich noch eine Sendung kommentieren, bevor ich bis zum nächsten Jahr wieder in die Kühlung muss. Insofern mache ich das jetzt nochmal. Verstehe, aber du bist nicht allein. Otto Walkes ist auch da heute. Und vor allen Dingen ist Friedrich Lichtenstein ist bei uns. Friedrich Lichtenstein, der Mann, der im letzten Jahr bekannt wurde mit diesen Worten. Friedrich! Hey. Friedrich Lichtenstein! Der echte, supergeile Friedrich Lichtenstein! Hyper. Friedrich! Kannst du dich noch erinnern an das erste Webvideo, das du gesehen hast? War Betty Page. Betty Page war das erste Webvideo? Das ist so eine Nackttänzerin. Ehrlich? Die hat so schwarze Haare, sieht total, sah sehr gut aus. War auf YouPorn top. Oder wo hast du das? Nee, das ist so, die Burlesque-Leute nehmen sie sich als Vorbild, aber es ist ungerecht, weil sie ist richtig top. Keiner darf sie sich greifen. Krass. Also Betty Page, kann man sich mal angucken im Netz, ganz tolle Frau. Respekt, Friedrich Lichtenstein. Das erste Webvideo, an das ich mich erinnern kann, in den Anfängen von YouTube-Videos, war eine kotzende Katze und eine explodierende Mentos-Flasche. Und eine kotzende Katze in einer explodierenden Mentos-Flasche oder eine Katze, die in eine explodierende Mentos-Flasche
gekotzt hat. Das kotzende Katzentier war sozusagen die Veronika Ferres des YouTube-Films. So, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und deshalb gibt es heute dieses zauberhafte Fest.